Moin! Die Holzstapel erkennst du doch. Mahlzeit. Alter, Basti, lang nicht gesehen, Junge. Servus, hi. Hi, ich bin der Ralf. Ah, guck mal, da ist die neue Sau. Macht schon dreckig. Ja, ich war ja Freitag schon testen. Ja, ist ja eklig. Der Penner, wieder bei mir auf der Homepage, weißt du? Genauso wie du, Ralf. Fährst einfach bei mir auf der Homepage und sagst nichts. Wo, wann? Ich fahr immer, ich sag immer Bescheid, wenn ich fahre. So, guck mal, da kommt der Max. Pass auf. Pass auf. Du stellst sie mal schön hier hinter die zwei, da den roten und den HH hier vom Mitz und dann spackst sie schön zu. Ja? Weil die fahren nicht mit uns, die Säcke. So. Jetzt sind wir komplett. Halt irgendwie einmal gestürzt bei so einem komischen Drop. Und was wir festgestellt haben, keine Sau kennt sich hier wirklich aus. Alle sind hier maximal einmal gefahren. Ja, wir gucken mal, wie es wird. Ne? Also, wenn hier keiner, wenn noch nichts mehr von uns hört, dann sind wir irgendwo einen Haken verschollen. Dann kann man vielleicht einer mal gucken kommen. Ne? So, das ist eine große Gruppe. Wir fahren immer artig in Zweiergruppchen. Ne? Geradeaus. Oh, super gegeilt hier. Oh je. Aber ich glaube, das war das Stück, das letztes Mal auch schon im Arsch war. Geguidet hat, müssten wir das Fahrrad sogar Berge hochtragen. Ich freue mich schon. Und dann wieder umdrehen, weil es dann gar nicht mehr war. Ja, Tretlager. Ja. Versuch mal einfach nur die Kurbeln erstmal zu lösen und wieder abzuschrauben. Kann auch daran liegen. Vielleicht gleich mal eine Pause machen. Nein, das machst du nicht, wenn wir Pause machen. Okay. Okay. Ausmannstipp. Aber das ist ja, das wird ja nicht so lange. Warten wir die anderen auch noch. Ja, super. Nochmal. Jetzt probiere ich aber eben noch mal kurz, ob das jetzt wirklich. Ich habe gerade die falsche Taste. Nee, geht, guck mal, geht auch ohne an, siehst du? Hat aber nichts zu tun. Nee. Mal fragen, ob er zwei Knopfzellen dabei hat. Aber ich glaube, das hat damit nichts zu tun. Ich habe gerade die andere Taste gedrückt. Okay. Der geht jetzt auch an und dann geht er wieder aus. Schade. Abgefuckte Scheiße. Kann man mit anderen Akkus Batterien probieren? Ja, aber der geht ja auch so an und aus. Obwohl jetzt gerade nicht mehr. Ja, also 7 Jahre alte Batterien können schon noch Platz sein, ja? Meinst du? Vielleicht. Jetzt sind sie wirklich, jetzt geht's doch nicht aber mehr. Aber das ist doch noch Garantie, ne? Ja. Zum Beispiel stehe ich im Wald, Junge. Komm nicht vorwärts. Wann hast du denn gekauft? 2013. Dann muss laufen. Was ist Versicherung? Mittlerweile ja sogar schon 8 Jahre. Wenn soll ich schnell abholen lassen? So, komm nochmal rein. Schön in der Hand gewärmt. Letzter Versuch. Habt ihr die Fluppen auf und dann haben wir Pech gehabt. Wir können jetzt nochmal ein Mahlzeit bei uns da machen. Jumpline.
ja, ne, wenn die wieder fahrbar ist. Der Freitag war schon kacke. Da musste ich einfach rauslassen. Das Doofe sind die Schlammlöcher da vor den Absprüngen. Ne? Mhm. Da hast du mich nämlich einmal richtig fast gebremst. No way. Ja, aber das wird auch noch ein bisschen dauern, bis die weg sind. Ja. Ach ja. Ja, scheiße. Du wolltest doch einfach nur mal wieder unter Menschen sein, gibt's doch zu. Hab keine Lust gehabt, alleine zu Hause zu schrauben. Deswegen hab ich wusste das ja. Du musst das jetzt nicht ausreizen, ne? Aber das ist der Falsche. Ich hab mal ein paar Mark angelegt. Ehrlich. Passieren. Ja, für die billige Scheiße gekauft hier, den billigen China-Kacke. China-Ware. Die Batterien sind das. Über so ein Fahrrad wollte ich nicht tot über den Zaun hängen oder über den Dach. Ah, hast du recht. Alles hässlich. Wo habe ich das denn jetzt hier? Ich habe mal meine Mutter abdecken lassen. Es fing schon schlecht an, ne? Da hat beide Bremsen gequietscht. Ja, das war irgendwie. Muss noch jemand trinkeln von dem? Da liegt an der Uhrzeit. Heute Morgen hätte das geklappt hier. Na, jetzt mache ich auch noch komplett falsch dran hier. Man kann nur bis 13:30 fahren, ne? Danach funktioniert es nicht mehr. Ja, an. Und. Kilometer. Aus. Ne, wird nichts. Also für den Fall, ich probiere noch ein bisschen rum, wenn es doch noch geht. Dann gehen wir denn jetzt noch. Komm, Jungs, fahrt mal weiter, irgendwo, ey. Irgendwo hat das Ding an deinen Akku anschließen irgendwie. Ist er. Nee, an dem richtigen. So. Immer ein Ersatzdisplay dabei haben. Ja, das genau. Das war der Fehler. Vielleicht ein Ersatzbike dabei haben. Ja. In Zukunft. So. Ja, jetzt bin ich wieder zurück. Das war jetzt eine schöne, kurze Scheißtour. Tja, wegen einer blöden Display-Batterie für 20 Cent. Tja, also hätte ich auch nicht gedacht, dass die nach 7 Jahren schon leer ist. Ne? Habe ich wohl irgendwie vergessen. Naja, kacke. Okay, ich hoffe, die Jungs haben so einen Spaß gehabt. Für mich ist leider jetzt ihr Ende. Eine Runde Mitleid. Tschüss.